Oh, willkommen zurück hier auf YouTube und auf Twitch geht's natürlich weiter. Willkommen zurück bei dir auf YouTube. Für die ist es jetzt die dritte Folge, müsste das jetzt sein. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch hier auf Twitch, dass ihr weiter dran geblieben seid. Und wir machen jetzt weiter mit diesem Gespräch zwischen den zwei Frauen. Und schauen wir mal, was das Spiel noch so zu bieten hat, ne? Let's go. Wir sollen hier warten, also soll ja mit ihr reden, genau. Mal sehen, was sie sagt. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Was? Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, Pause jetzt, okay? Aber okay. Nehmen wir einfach an, dass es ungemütlich wird. Nein, ehrlich. Ich will das wirklich nicht. Waffen aufladen. Ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigungen. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich... Moment. Was? Meine Güte, noch eins. Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Ja. Tja, es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Klingt gut. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst. Also, soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Guck du dir den nächsten Verteilerkasten an. Ich erledige mit Zoe den Rest. Scheint eine etwas größere Aktivität zu sein, ja? Da oben, da kann ich doch jetzt von hier, oder? Aber nee, hier ging es nicht nach oben, oder? Nee. Na, schauen wir mal, hier links lang. Weil wir spielen jetzt schon, ja, sag mal, zwei Stunden und haben von der Story noch nicht wirklich viel gesehen, oder? Was ist da oben? Wie komme ich denn da hin? Ja. Kann man einen Weg dahin finden? Wir versuchen es mal. Hier muss man natürlich gucken, welchen man nimmt. Ne, den würde ich nicht nehmen. Den würde ich nehmen. So. Warte mal, dann habe ich da. Das sind zwei. Muss man ja richtig überlegen. Aber das geht gar nicht. Okay. Jetzt kaputt. Aber doch, du machst das schon. Was war das denn jetzt? Alter, der hat mich Munition gekostet. Ah, gibt wieder 11. Reaktives Messgerät. Alter, was ist denn hier passiert? Toffers Schlüssel.
der wurde umgebracht. Schalter. Ah, okay. Das Fenster. Ist überhaupt mein Mikrofon an? Ja, ist ein. Ich hab noch gar nicht nachgeguckt, ob hier auch alles läuft, gell? Sollte man natürlich machen. Wäre sonst blöd, wenn es nicht laufen würde, ne? Warum wurde er von so einem Hund umgelegt? Safe. Das nehme ich mit. Mir egal. Ich habe dafür gekämpft. Wieder wegstecken. Klopapier. Koppers Posteingang. Ah, okay. Okay, verstehe. Ja, wenn er Pause macht, wisst ihr, was da stand. Na, mehr kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ach, leere Bierflaschen werden nicht geklaut. Okay. Ach, ich hätte gedacht, dass das jetzt auch zu einer Nebenquest führen würde, aber nee. Sieht nicht so aus. Na gut, dann hat er sich selbst entschärft. So, aber wie komme ich jetzt da hoch? Andere Seite vielleicht? Ah, gehe ich ja wieder runter. Da hinkommen am dümmsten. Da war es schon mal nicht richtig. Jakes. Ja geil, wie kommen wir da hin? Warte mal, der Kompass sagt, sagt nur, dass er zeigt nicht den Weg. Ich muss irgendwie da rüberspringen. Muss ich da hin? Und Roboter, du bist im Weg. Ich will auf einem Raumschiff leben. Wir müssen da hoch. Aber wie kommen wir da hin? Schlüssel. Okay. Okay. Hallo. Als Antriebsspezialist. Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Ach echt? Man kann einfach so Leute anheuern. Ich will nicht mehr haben als ein normales Crewmitglied. Bitte was? Mach's gut. Hey. Oh, hier ist noch eine Treppe. Ah, oh, hier sieht's gut aus. Ja, natürlich. Oh, jetzt sind wir auf der richtigen Etage. Außerhalb meiner Zuständigkeit. Zoe, ich weiß, wie man... Ignoriert.
ignoriere sie und geh zu Kasten 45A, okay? Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. 45A. Das ist eine Quest, echt. Könnt ihr nicht selber laufen? Jetzt gehe ich denn? Jetzt gehen wir zu dem da. Waren wir bei dem nicht schon mal? Nee. Aber Fahrstuhl fahren, okay. Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Also Wohndistrikt, okay. Kann ich mit dem Zug fahren? Wohndistrikt. Ja, das geht. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Spiel. Hab ich das schon mal erwähnt? Kann ja auch noch die Flora und Fauna scannen oder was? Hey, du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Man weiß nie, wann eine Information nützlich ist. Okay, das besprechen wir später. Ich melde mich, wenn du den Schalter umgelegt hast. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Oh, hier wird sogar der Weg auf dem Boden angezeigt. Wenn ich den Scanner anmache. Interessant. Irgendwie alles zu ruhig hier. Man muss sogar knacken. Okay, hab die Dreh langsam raus. Sehen wir zu Hause? Hallo? Sieht nicht so aus. Niemals Zimmer aufgeräumt hier. Okay, dann gehen wir mal in die Terminal. Als 0,001 Credits Transaktion, aha. Fahre den Verteilerkasten herunter. Liefere Luisa, okay, jetzt kann ich mich entscheiden. Wem ich das jetzt gebe? Wen geben wir es denn? Ich glaube, ich werde es der, ich nenne es jetzt mal, Bösen geben. Weil dadurch kriege ich wahrscheinlich mehr Geld. Aber kann ich eigentlich auch irgendwie... okay. Huh.
Ein für hoch, ein für runter, oder was? Ich meine natürlich Zoe Kiminski. Ich würde aber gerne mal hier was scannen. Flora. Aber hier gibt's nichts zum Scannen. Warum eigentlich dahin? Okay. Kann ich schwimmen? Wahrscheinlich. Der wird kein Weg mehr angezeigt. Jetzt. Mess District. Die UC in Botschafterin Radcliffe's Kopf wird immer den Koloniekrieg ausfechten. Auf jeden Fall eine schöne Stadt. Nach der Quest, wenn die abgeschlossen ist, machen wir mal die Hauptstory weiter, ne? So. Hast du die Daten? Hier gebe ich's. Hast du etwas für mich? Schön, dass du dich richtig entschieden hast. Ich sehe mir das an und sorge dafür, dass das Mast nur das Nötigste bekommt. Mehr nicht. Die Handelsaufsicht wird deine Hilfe nicht vergessen. 2000. Level 3. Jemand hat versucht, die Gerbank zu hacken. Ha. Und dem Anschein nach war der Versuch erfolgreich. Das klingt nach einer spannenden Bettlektüre. Nun, es war mir ein Vergnügen, Miss Reyes. Ich werde meine Empfehlungen an deine Vorgesetzten weitergeben. Was es auch ist, ich hoffe, es ist wertlos für dich. Und ich bin immer noch nicht sicher, ob du hinter all dem steckst, was es auch war. Tut mir leid, das zu hören. Ich wollte aufrichtig sein. So oder so bin ich für die wunderbare Ablenkung von meinem Trott dankbar. Ich musste 3 Projekte hintanstellen, weil niemand Zeit hat, um mir dabei zu helfen. 3! Bist du fertig jetzt? Hey. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Alter, darf ich nicht lang. So, wo ist er hin? Zum Mass District. Das sind aber viele Leute hier. So, wollte noch mal was gucken hier wegen. Wie schalte ich das jetzt genau frei? Das muss mir jetzt nochmal einer erklären. Also, entsperren. Du kaufst um 5% billiger ein und verkaufst 10% teurer. Aber was muss ich machen, um das zu kriegen? Ach, jetzt, ach so, jetzt kann ich entsperren. Ah, ich würde nämlich gern hier, das da.
Das ist schon entsperrt, oder was? Aber hier kann ich nicht A drücken. Führe 10 Buchsprünge im Kampf aus. Was sind denn Buchsprünge? Keeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Ich würde mich erstmal hauptsächlich auf das Boostpack konzentrieren. Was gab's da eigentlich noch alles? Da gibt's so viel. Also ist ja schon eigentlich freigeschaltet hier, ne? Okay, das Technologie hat viel mit dem Raumschiff zu tun, denke ich auch mal. Du kannst Schlüssel des Levels Lehrling hiken, zwei automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Okay. Forschung. Kampf wäre noch interessant, wa? Ne, Nahkampf, ne? Sozial, physisch. Das ist wichtig. Okay. Ich nehme mal hier was. Überzeugen. Handel finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Entsperren. Oh, das hätte ich natürlich vorher schon machen sollen, gell? Das nehme ich und überzeugen klingt auch gut. Plündern. Plündere 25 Behälter. Okay. Ich verstehe. Gehen wir jetzt mal. 180 Meter, mein Gott. Ist ja gar nicht weit. Kann ich abkürzen? Ja, kann ich. Schauen, was jetzt hier geht. Das müsste. Ich habe auch, glaube ich, nur noch die eine Quest jetzt, oder? Echt? Wo kommt die her? Fraktion, Haupt. Das ist jetzt beendet, oder? Ja. Wir haben noch eine Aktivität. Ja, komm. Gehen wir nochmal zurück. Oh, mein Sauerstoff. Was auch übrigens schade ist, dass in dem Spiel keine Fahrzeuge existieren, bis auf die Schiffe. Aber auf dem Planeten kann man sich nur zu Fuß mit seinem Boostpack fortbewegen. Ist ein bisschen schade. Aber es wäre theoretisch Potenzial für DLCs, ja? Hallo? Willkommen im Mast. Wenn du einen Termin hast, darfst du gerne eintreten. Ich hab keinen. Muschel, ja? Oh, hier geht's wohl noch. Supra et Ultra. Sie sollten Stürze auf dieser Höhe vermeiden, wenn sie kein Jetpack angelegt haben. Wie jetzt? Ich muss das anlegen? What? Wo? Tatsache, die Dinger haben ein einfaches Boostpack. Ah. Ich Dulli. Dein Anzug schützt dich vor Umgebungsschaden. Wow. Okay.
Haben wir das Rätsel jetzt auch gelöst? Ein Schilder? Nee, ich muss anders strikt wieder. Raum hab. Raumhafen war ich da auch noch nicht, oder? Oder war ich nicht? Ich war ja noch nicht. Nee, hier war ich definitiv noch nicht drin. Aber mal sehen, was es zu sagen hat. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Hey! Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis? Ja. Oh Mann! Das solltest du nicht persönlich nehmen. Sowas sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. Hey, komm runter, mach's dir gemütlich. Du kannst gern so lang bleiben, wie du möchtest. Ist das okay für dich, Neuer? Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas möchtest. Kann ich dir einen ausgeben? Das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Irgendwelche guten Gerüchte aufgeschnappt? Letzte Woche hat sich jemand darüber ausgelassen, dass General Xiao die Marines aufs Unterdeck schicken sollte. Ich finde es gut, wenn die Leute offen ihre Meinung sagen. Nach ein paar Drinks ist es meistens so. Aber das war einfach zu viel. Wer auf dem Unterdeck lebt, hat sich bestimmt nicht dafür entschieden. Und so schlimm ist es da auch nicht. Dafür bin ich hier. Was darf's denn sein? Was hast du denn? Ajol! Nee, danke. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich hab was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Nur kann ich gerade keinen machen. Mir fehlen die Zutaten. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Das macht mich fertig. Aktiviert, dass keiner widerstehen kann. Sehr clever. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Na, klingt als Beispiel selber. Ja? Wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und in Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Das ist richtig. Und, bist du dabei? Yep. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Keine Geißeln, so ein Mist. Hast du Infos, die mir weiterhelfen? Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen, nicht bei der Security. Aber sie verwenden dieselben Zugangskarten. Wenn du eine hättest, würde es gehen. Woher oder warum du eine Zugangskarte der UC Security hast, geht mich nichts an. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Ansonsten könnten dich vielleicht auch die Schiffstechniker reinbringen. Die kenne ich aber nicht, sonst würde ich nicht mit dir reden. Nichts für ungut.
Na gut. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Kennst mich doch gar nicht. Wir sehen uns. Na, dann schauen wir mal. Wo muss man hin? Oh, das ist sicher im Lager. Ich dachte, das ist das Labor. Das wäre ja auf der anderen Seite des Planeten. Ich glaube, keine Linie. 761 Meter. Ist das euer Ernst? Das ist doch auf der anderen Seite des Planeten. War mal Wissenschaftsaußenposten? Und du warst? Hä? Alter, das ist ja mal übel weit weg. Ah, zweimal kann ich das nur aktivieren. Ein Diplomat Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. What? Jetzt kommt die nächste Quest. Ich komme mir gar nicht dazu, die Hauptquest zu machen. Stand da nicht eben was von 700 Meter? Das waren aber keine 700 Meter. Ach hier, das ist der Bereich, wo ich nicht rein darf. Okay. Ah. Aber er kann mir doch bestimmt helfen. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, mein Überzeugen wird nicht gut sein. Bin mir nicht sicher. Immer dann, wenn der Rückstand aufgearbeitet wurde. Fragst du aus irgendeinem bestimmten Grund? Ich kann es ja mal versuchen mit überzeugen. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkung oder sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen, scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Okay. Du kommst hier nicht durch. Okay, das ist mein System. Das führt doch zu nichts. Endlich kapiert es mal jemand. Ja, das hoffe ich. Sag niemandem, geschafft, dass ich das für dich getan habe. Das könnte mich den Job kosten. Falls jemand fragt, ich hatte nichts damit zu tun, verstanden? Nein, überhaupt nicht. Eine Sekunde. Na gut, mach das schnell, ja? Gibt's eigentlich noch was anderes, was ich plündern kann? Nee, sieht nicht so aus. Paket für Nisa. War das jetzt, was ich da eingesammelt habe? Boom Pop. Ah. Bier. Das war ja einfach. Mein Schiff. Ich weiß gar nicht, ob man auch die Farbe verändern kann von dem Schiff. Vorsicht jetzt hier, ja. Gibt es ein Problem? Allein ist stattdessen Schaden. Das ist ja krass. Du hast beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Kein Problem.
Ja, ich habe das, was du wolltest. Ich will nicht verzweifelt klingen, aber hast du meine Fracht? Hallo, Neue. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was bringen? Jetzt ehrlich? Du hast sie? Ja. Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay, ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht, richtig? Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf. Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. Nochmal 2000 Credits. Supernova hinzugefügt. Bis bald mal. Was ist denn Supernova? Ein Likör/Slush trifft auf einen sauren Punsch aus exotischen fremden Früchten. Oh, ist aber wertvoll. Plus 12% überzeugen Chance für 5 Meter. Plus 20. Aber minus 25% O2-Regeneration. Ach, für 5 Minuten soll das heißen, nicht 5 Meter. Okay. So. Ups. Ja. Wir haben ja noch eine Mission, ne? Ja. Aktivität. Sprich mit Vertreter Chisolm oder sprich mit Sergeant Yumi. Machen wir erstmal das. Wir waren doch ja auch in der Nähe, oder? Ja. Ich komme mir nicht zum Hauptquest, ne. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Sehe ich denn das? Da, 10.000 haben wir schon. Wir haben beide ein Schiff zusammen. Fehlen nur noch 40.000. 47.000. Wow. Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Kopfgeld? Stimmt, ich habe ja als Dings ausgewählt, dass ich Kopfgeldjäger bin. Ein Job, erzähl. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz. José nach Cydonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Klar. Ja, eins nach dem anderen. Erstmal muss ich fragen, hast du irgendwelche Security-Erfahrung? Lügen? Nee. Nee, Lügen brauchen wir nicht. Natürlich zählt das. Ich meine, du lebst noch. Und Widerstandsfähigkeit ist für einen Beamten eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, mehr brauche ich nicht hören. Dein erster Auftrag ist ganz einfach. Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. Na, können wir mal auswählen. Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Denen geht es darum, Bedrohungen für New Atlantis vorzubeugen. Das ist zwar eine andere Abteilung, aber manchmal arbeiten wir zusammen. Wir legen also Wert auf gute Beziehungen zu ihnen. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir darauf angewiesen sind. Eine Hand wäscht die andere. Okay. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Dann machen wir das mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch heute im Reingeschaut, die Hauptquests noch zu machen. Da lang. Brauchen echt mehr Ausdauer, ey. Das ist nicht viel.
Alte Zeiten sind lang. Ist man gar nicht gewöhnt, wenn man eigentlich eine PlayStation spielt. Also, PS5. Achso, das ist da, wo ich eben oben war. Kannst echt im Prinzip nur 100 Meter rennen, ey. Hier alles. Natürlich bist du hier jederzeit willkommen, so wie jeder andere auch. Hoffentlich willst du nichts melden. Falls doch, heißt das, du hast schon zu viel gesehen. Ah, verstehe. Du kommst von Sergeant Yumi. Du bist größer, als ich dachte. Ich bin fast so groß wie du. Danke. Oh, das war kein Kompliment. Nur ein Kommentar. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Alles klar. Fahr mit der Net zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Klingt einfach. Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Na gut. Viel Glück mit der Mission. Du wirst aber auch immer von A nach B geschickt. Mein Gott. Aber so ist es nun mal bei Riesenrollenspielen, ne? Zeit irgendwo. Sieht nicht so aus. Hier ist es. Sieht aus wie mein Schiff. Das wäre witzig, wenn andere NPCs unser Schiff klauen könnten. Das wäre witzig. Ja, Mission erledigt. Wie läuft die Emmett? Schieß los, falls du noch fragst. Ausgezeichnet. Heutzutage sind gute Leute selten. Allerdings scheinen wir Glück zu haben. In letzter Zeit gab es bei uns viel Zuwachs. Und alles nur dank meiner eigenen Initiative. Das stimmt allerdings. Mich auch. Und da ihr alle auf Abruf arbeitet, sparen wir uns die Formalitäten. Hier ist dein Geld. Falls ich mal wieder einen Job für dich habe, melde ich mich. Mach das. Gut, jetzt haben wir nur noch eine Aktivität, bis jetzt zumindest. Das wäre dein Sprich mit Vertreter Schisollen. Na, ja, quatsch mal mit denen mal. Brauchen wir immer ein bisschen Geld, ne? Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an. Klingt besorgt. Lando Calrissian. Jetzt habe ich wieder die nächste gekriegt. Oh. Was? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Die lassen mich nicht in die Stadt.
fragt mich. Einen politischen Gesandten, der ständig herkommt, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Und das ist dann der Dank. Ohne diplomatisches Visum lassen sie mich nicht hinein. Lächerlich. In der Tat, und vielen Dank für das Angebot. Er wusste noch vor meiner Landung, dass ich ein politischer Gesandter bin. Aber du wirst bestimmt nicht so von ihm drangsaliert wie ich. Wenn du in die Botschaft des Freestar Collective gehst und mit einem Diplomaten redest, können sie das sicher aufklären. Wahrscheinlich. Bitte nimm diese Credits. Ich bestehe darauf. Wow, 50. Jetzt habe ich noch irgendeine andere Quest gekriegt, wo irgendein Typ mit einem Baum anstarrt. Oder redet, keine Ahnung. Aber erstmal mache ich die zu Ende. Du kriegst hier echt nur Quests durch Belauschen von anderen Leuten. Geschäftsdistrikt, aber hier waren wir ja noch gar nicht. Ich verstehe nicht, was man hier an Fauna, Flora und Ressourcen scannen soll. Es gibt hier doch gar nichts. Rationen? Check. Nein, redet nicht so viel. Es gibt so noch mehr Aktivitäten. Sonst komme ich ja nie zur Hauptquest. Ryujin stellt die klügsten und besten Köpfe von heute für morgen ein. Bewirb dich ganz einfach am nächsten Automaten. Okay. Nee, eins nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nebenquests das Spiel hat. Auf jeden Fall eine Menge, denke ich mal. Es ist schon Nacht. Das ist... Wie? Wenn einen jemand beleidigt, will man ihm oft einfach die Scheiße ausmachen. Das sah aus wie eine Zuhörtür. An den Aufzügen wird man dich kontrollieren. Mach dabei kein Theater. Willkommen in der Freestar-Botschaft. Kann ich behilflich sein? Ja. Typisch UC Security. Sie nutzen jede Gelegenheit, uns zu tyrannisieren und spielen trotzdem noch die Opfer. Ich kläre das mit den Leuten beim Raumhafen. Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast. Das war's schon. Wenn wir mal einmal hier sind, können wir gleich mit dem Wissenschaftler reden. Hat es jetzt ausgewählt gleich, ja. Ja. Zurück an die Arbeit. Achso, das ist der Automat. Wie weit sind die jetzt weg? 30 Meter. Aber das ist schon der Bau. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Nee. Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Na klar, ich habe ja sonst nichts zu tun. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren.
Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Finde die Biosensoren. Boah, was so viele. Das ist ein Meter hier. Ja, ein bisschen weiter weg. Wir machen erstmal den hier. Unbedingt Ausdauerleveln, ey. Unbedingt. Ja, das ist hier Hol- und Bringaufgabe hier. Aber wird es wahrscheinlich einige geben im Spiel. Nur wenn du 100 Meter entfernt bist, nur noch wird es angezeigt dann. Aber, ups, das wollte ich nicht. Kartenmäßig gibt es nicht irgendwie so eine... Nee, das öffnet sich irgendwie nicht. So eine Karte wäre ganz vorteilhaft gewesen, finde ich. Aber okay. Dann ist das so. Welche von euch zwei ist denn jetzt näher? Ich denke mal die da. Oh, es waren sogar noch drei. Ach, ich soll auch noch woanders hinfahren. Ja, natürlich. Das hat mir nicht nur einen anderen Zug noch gezeigt. Und hier scheint es nur eins zu sein. Müsste dann theoretisch das letzte sein, oder? Auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Mhm. Mein Gott, könnt ihr nicht. Ach, der ist ja auch noch da. Na, guter Tag heute. Was ist das denn? Whetstone. Das sieht doch mal cool aus. Guten Tag. Willkommen. Wenn du das beste Fleisch in den besiedelten Systemen suchst, wir haben es. Wir sehen uns bestimmt wieder. Der Kauf großer Posten muss möglicherweise von mehreren Ebenen. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Ein Junge im Eierabkauf, das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Das hab ich,
Ach ja? Wenn du danach suchst, muss es dir etwas... Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe. Plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es... Ja, natürlich. Ach, von mir aus. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Liefere den Sensor ab. Was hat's denn im Angebot? Hoffentlich wirst du fündig. Anzüge. Der sieht ja cool aus. 6.000 kostet der. Boah, was? Aber wir müssen ja noch verkaufen, gell? Haben wir noch was zum Verkaufen? Ja, komm. Hatte ich 2er. Rucksäcke. Helme. Ach komm, weg. Kleidung. Das bringt alles kein Geld, aber ich muss ja für die Quester, also für die Eigenschaft Sachen verkaufen, ne? Hilfe. Ja, die Ressourcen würde ich behalten. Haben wir noch doppelte Waffen? Nee. Ist das nicht dasselbe? Oh, Eck. Na gut. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das Warten nichts ausmacht. Ey. Laufender Mülleimer. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Oh, er hat schon Arbeit für mich. Oh, ich komme hier überhaupt nicht vorwärts. Ja, ich sag mal so, wer die Hauptstory verfolgen will, der sollte dann natürlich ein Let's Play bei irgendjemandem gucken. Gibt bestimmt einige auf YouTube. Aber wenn ich eigentlich auch ein bisschen die Hauptstory zeigen wollte, aber wie ihr seht, komme ich ja nicht dazu. Aber ich würde schon für mich alle Missionen gerne mitnehmen. Dazu gehören auch die Aktivitäten. Ja, also deine Probe. Ich brauche diese Daten unbedingt. Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay. Wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Und noch einen Moment. Es funktioniert, oder? Da. Was bin ich erleichtert. Also mal sehen. Das ist... Tja. Meine Güte. Hallo, nicht wegrennen. Red doch mit mir. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten... Mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Gut, dass deine Sorgen begründet waren. Ja, es fühlt sich gut an, recht zu haben. Besonders dann, wenn andere versucht haben, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Die schlechten Neuigkeiten, die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet.
Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen. 2000? Ja. Jetzt sind wir 2000. Oh, 100 EP. So kann man natürlich auch leveln. Hey. Können wir noch was freischalten? So hat sich jetzt das Dings geöffnet. Was wäre denn noch wichtig? Was gibt's hier eigentlich noch so? Kampf wäre natürlich auch wichtig. Oh, Laser. 5 gut. Töte 20 Gegner mit einer Laserwaffe. Okay. Welche Quest habe ich jetzt noch? Schau später vorbei. Ist schon später. Die Daten von den Biosensoren sprechen für sich. Okay. Dann als nächstes nochmal mit Yumi sprechen. Oder haben wir noch was anderes? Ach hier, den Automaten. Fraktion ist das sogar. Dann machen wir Fraktion. Aber was der Automat uns zu sagen hat, das sehen wir dann nach einer Pause hier auf Twitch und bei YouTube. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Dann macht's gut und bei Twitch geht's nach einer Pause weiter. Bis denne.